Hey, was geht ab? Willkommen zurück. Ich bin hier gerade bei meiner Familie in meiner Heimat. Also sitze hier auf dem Balkon und heute mal ein ganz spezielles Video. Es ist ja heute nicht Donnerstag, es ist heute nicht Samstag. Das heißt, es ist kein offizielles Video. Donnerstag kommt das Video, Samstag kommt das Video. Aber dieses Video wollte ich gerne machen, weil ich mich mit dem Thema selbst auseinandergesetzt habe. Und das Video ist, wie du im Titel auch schon lesen kannst, bestimmt eher für die etwas jüngeren Leute. Das heißt nicht, dass du als älterer Mann jetzt hier nichts lernen kannst, aber gerade für die jüngeren Männer ist dieses Video bestimmt. Und zwar möchte ich heute darüber reden und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, über das man reden kann, über das man nachdenken kann in meinem Alter, im Alter darunter und auch im Alter ein bisschen darüber. Und zwar möchte ich dir heute mitgeben, wie ich dir vorschlage, dass du deine 20er leben solltest und wie ich versuche, meine 20er zu leben. Und dazu muss ich sagen, natürlich weiß ich noch nicht, ob das der perfekte Weg ist, weil ich bin ja immer noch in meinen 20ern. Kann ja sein, dass ich dann später feststelle, das war eine Scheißidee. Ich glaube es aber nicht. Ich habe mich relativ viel mit der Thematik beschäftigt, relativ viel mit den Möglichkeiten beschäftigt und du wirst auch in der kommenden Zeit noch ein Video sehen, wo ich dir so eine kleine Grafik zeige vom sexuellen Marktwert. Nur um es kurz vorwegzunehmen, sexueller Marktwert, die Grundaussage davon ist einfach und das wirst du vielleicht auch in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Welt feststellen können. Bei Frauen ist es so, ihr sexueller Marktwert ist so in den 20ern, frühen 20ern auf dem Hochpunkt. Ja, da ist eine sexy 22-Jährige meistens, hat einen viel höheren sexuellen Marktwert als du als 22-Jähriger. Einfach weil gerade sie ist auf dem Hochpunkt ihrer körperlichen Schönheit und da hat sie den größten sexuellen Marktwert. Du als Mann hast eher den größten sexuellen Marktwert nach hinten raus in deinen 30ern, Mit-30ern oder auch Anfang 40ern, Ende 30ern. Da hast du deinen höchsten Marktwert. Das ist unter anderem dadurch bestimmt, dass du als Mann deinen Marktwert erhöhst, indem du ein stabiles Leben dir aufbaust. Du baust dir eine Karriere auf, du wirst immer fitter und gesünder, du hast finanziell mehr Möglichkeiten. Also bei dir baut sich das Leben baut sich ja bei dir so auf und du bekommst immer mehr und wirst immer stabiler und stehst immer fester im Leben als Mann. Und hast auch immer mehr finanzielle Möglichkeiten. Und deswegen wirst du mit dem Alter normalerweise immer attraktiver, während das Aussehen bei der Frau ja mit der Zeit immer schlechter wird. Klar, sie kann was dagegen machen, sie kann sich fit halten, sie kann sich gesund ernähren, aber das bringt natürlich auch nur begrenzt was. Also der körperliche Verfall, dem sind ja Männer und Frauen ausgesetzt, aber bei Frauen ist halt das Körperliche wichtiger. Das heißt, wenn eine Frau nicht mehr so gut aussieht, dann ist sie nicht mehr so anziehend für Männer. Aber ein nicht so gut aussehender Mann kann sehr anziehend für Frauen sein, wenn er passende andere Dinge und Attribute mit sich bringt. Und genau darüber möchte ich heute reden. Der Weg, wie viele Männer ihre 20er leben und wie gesagt, das kann man gerne so machen. Man muss gucken, ob das richtige Verein ist. Der Weg, wie viele Männer ihre 20er leben, ist, dass sie gehen aus dem Elternhaus raus, sie studieren, machen eine Ausbildung. Und oft ist es dann so, sie kommen gerade von der Mama zu Hause raus, also aus der Auseinandersetzung mit der einen Frau und die hat sich um alles gekümmert, die hat alles gemacht und dann wollen sie gleich die nächste Frau haben, wollen relativ schnell heiraten, damit sie die nächste Frau haben, die sich um alles kümmern kann. Also viele Männer, das gibt es wirklich, kommen raus, die Mama hat sich um alles gekümmert, die Mama war die Mutter, sie soll sie auch sein und dann gehen sie in die nächste Beziehung, weil sie hoffen, dann kümmert die nächste Frau sich auch um alles. Also viele Männer wollen sich erstmal schon mal gar nicht mit dem Leben und den ganzen Verantwortungen auseinandersetzen. Das gibt es viel. Und glaub mir, wenn ich dir sage, ich habe oft genug gesehen, was es mit Männern macht im Alter, wenn man sich in den 20ern nicht ordentlich um sein Leben kümmert. Ich habe mit vielen älteren Männern zusammengearbeitet, einige davon waren top. Andere davon waren das absolute Chaos und ab irgendeinem gewissen Punkt ist es dann tatsächlich auch zu spät. Also wenn du, keine Ahnung, angenommen du bist 50 und hast in deinem Leben dich nie wirklich darum gekümmert, dass du ein tolles Leben hast, du hast nichts zu bieten, dann tut es mir leid, aber dann stehst du wirklich an einem schwierigen Punkt. Das heißt nicht, dass nichts mehr möglich ist, aber du stehst an einem schwierigen Punkt. Und das liegt meistens daran, dass du zum Beispiel deine 20er oder aber auch die 30er einfach scheiße gelebt hast. Und so wollen viele Männer einfach direkt von der einen Mutter, von der einen Frau direkt in die nächste Beziehung, in die Ehe, damit die nächste Frau sich direkt um sie kümmern kann, ohne sich jemals wirklich selbst mit dem Leben auseinanderzusetzen. Viele Männer gehen in ihren 20ern in irgendwelche festen Beziehungen, die dann bleiben und dann kriegen sie Kinder mit denen und dann Mitte 30 stellen sie irgendwie fest, oh, das war irgendwie nicht das Richtige und das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Oder sie stellen mit 40 fest, oh, ich habe eine Art Midlife-Crisis, weil ich mich nie so komplett ausgelebt habe in meinen 20ern. Also wenn man die 20er falsch lebt, dann kann das später ziemlich blöde Folgen haben. Und deswegen mein Tipp an dich, wenn du jetzt so
Anfang 20, vielleicht noch 18, 19 bist, in diesem Zeitraum 18 bis, sagen wir mal, 30, ist es mein Plan und ich denke, oder ich würde vorschlagen, das ist auch dein Plan, darüber kannst du ja nachdenken, ist es mein Plan, einfach mein Leben so gut wie möglich aufzubauen. Ja, ich möchte finanziell erfolgreicher sein, ich möchte meine Karriere, in dem Fall meine Selbstständigkeit, immer weiter voranbringen. Ich möchte immer mehr herausfinden, was es ist, was ich möchte in meinem Leben. Ich weiß das schon relativ gut, aber da geht noch viel, viel mehr und da werde ich auch noch viel, viel mehr herausfinden. Ich werde fitter werden, gesünder werden. Ich ernähre mich mittlerweile ziemlich gut. Sport mache ich schon seit mehreren Jahren regelmäßig. Das wird auch so weitergehen. Also mein Ziel ist es einfach in den 20ern, mich selbst und mein Leben so gut wie möglich aufzubauen. Ja? Und das heißt auch, dass ich viel Erfahrung mit Frauen sammeln möchte. Aber das heißt zum Beispiel nicht, dass ich mich für mehrere Jahre in eine feste Beziehung reinbegeben möchte. Und das habe ich auch nicht gemacht. Meine letzte feste Beziehung war mit 16 und hielt bis 19. Und seitdem habe ich keine feste Beziehung mehr gehabt. Das war vor 6 Jahren. Ich hatte eine 3,5-jährige offene Beziehung, aber eine offene Beziehung sagt es ja schon, in dieser Zeit hatte ich trotzdem noch was mit anderen Frauen. Und das liegt einfach daran, dass ich in meinen 20ern so wenig Commitment auch haben möchte wie möglich, um einfach die komplette Freiheit zu haben, alles zu tun, was ich möchte und das alles voll auszuerkundschaften, die 20er. Und einfach auch die volle Möglichkeit, so viel Erfahrung mit Frauen zu sammeln wie möglich, um genau herauszufinden, was für eine Frau ich denn am Ende des Tages wirklich haben möchte. Weil bei mir ist es so, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich dann am Ende des Tages mit einer Frau zusammenkomme und ich heirate die Frau und ich kriege Kinder mit der Frau, dann muss das auch wirklich gut passen. Dann muss ich mir sicher sein, okay, das ist eine Frau, mit der ich mir eine Zukunft aufbauen kann. Weil ich habe keinen Bock, dass, so wie das bei mir damals war, die Familie irgendwie zusammenbricht und dann wächst das Kind ohne Vater auf und solche Sachen. Da habe ich keine Lust drauf, das wird in meinem Kind nicht passieren. Und das wird dann nicht passieren, wenn ich mich jetzt ordentlich drum kümmere. Wenn ich in meinen 20ern rausfinde, was für eine Art von Frau ich möchte und mich nicht jetzt schon für mehrere Jahre in eine feste Beziehung begebe, die dann vielleicht darin endet, dass ich mit irgendeiner Frau zusammenkomme, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe. Das heißt, in meinen 20ern, und das würde ich dir auch empfehlen, würde ich so viel experimentieren wie möglich. Ich experimentiere so viel wie möglich, viele verschiedene Frauen einfach Erfahrungen machen im finanziellen Sinne, im Karrieresinne, wechsel deine Berufe, wenn du merkst, das passt nicht, alles gut, du hast keinen Stress. In deinen 20ern kannst du, wir haben die Möglichkeit hier in unserer Gesellschaft, in unseren 20ern uns zu entdecken, wir haben die Zeit dafür. Das ist vollkommen legitim, das würde ich ausnutzen. Und dann geht es einfach darum, dass du so mit 30 einfach ein richtig, richtig krasser Mann bist. Ja, dann bist du ein richtig krasser Mann. Du hast dich um deine Karriere gekümmert, du hast dich um deine Gesundheit gekümmert, du hast viel Erfahrung mit Frauen gesammelt und du bist einfach ein enorm wertvoller Mann. Dein sexueller Marktwert ist enorm hoch. Und das bedeutet, dass du dir zu diesem Zeitpunkt einfach auch eine Frau mit enormem sexuellem Marktwert aussuchen kannst, die dann deine Frau werden kann. Ja, also nochmal, also sexueller Marktwert von Frauen, so um die, sagen wir, 23, 22, dein sexueller Marktwert Höchstpunkt 35, 30, ein bisschen später vielleicht sogar. So, und dann kannst du dir mit 35, wenn du gute Arbeit geleistet hast in deinen 20ern, kannst du dir mit 35 eine richtig heiße 23-Jährige zum Beispiel holen und mit der zusammenkommen, mit der Kinder kriegen und hast einfach noch sehr lange was vom sexuellen Marktwert der Frau. Also das Video ist jetzt sehr... Es geht hier jetzt nicht um Big Love und um Begriffe wie Liebe, sondern es ist ein sehr rationales Video, das merkst du vielleicht schon. Genau, also einfach wirklich, keine Ahnung, sieh zu, dass du in deinen 20ern das gut hinbekommst, dass du richtig krass in deinen 30ern bist und verschwende nicht deine 20er. So, zock nicht die ganze Zeit, trink die ganze Zeit, geh die ganze Zeit feiern. Du kannst natürlich auch feiern gehen, das mache ich ja auch, aber doch nicht permanent als Lebensstil. Ja, oder zu sagen, ja, beruflich, ich mache dann mal meine Ausbildung und dann bin ich in diesem Unternehmen und aufsteigen. Nee, da habe ich keine Lust drauf, ich bleib mal so auf dem jetzigen Standpunkt. Und dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn dein sexueller Marktwert dann mit 30, 35 halt nicht so mega hoch ist. Das ist ja auch nicht schlimm. Also es muss ja auch nicht so sein. Aber wenn du das anstreben willst, wenn du anstreben möchtest, immer wieder eine bessere Version von dir selbst zu werden, wenn das dein Ziel ist, so wie das mein Ziel ist, dann solltest du dich in deinen 20ern einfach ein bisschen bemühen. Und das Tolle ist, und das werde ich in diesem kommenden Video auch nochmal erwähnen, das Tolle ist, dass jede Handlung, die du in deinen 20ern machst, doppelt zählt. Das heißt, wenn du in deinen 20ern unterwegs bist und du merkst, ich habe Angst, Frauen anzusprechen, dann mach dir mal klar, dass jede Frau, die du in deinen 20ern ansprichst, nicht nur dafür sorgst, dass du eine Frau in deinen 20ern kennengelernt hast, das sorgt auch noch dafür, dass dein sexueller Marktwert 30, 35 rum
hoch ist, weil du in deinen 20ern die richtigen Dinge gemacht hast. Wenn du in deinen 20ern die richtigen Handlungen machst, wenn du dich um deine Karriere kümmerst, wenn du dich um dein Frauenleben, dein Frauenthema kümmerst, dann wird das alles sich auch auf deine 30er, Mitte 30er auswirken. Ja, du kriegst es also quasi doppelt wieder ausgezahlt. Ja, alles was wir Männer machen, ist um zu gewinnen und alles was die Frauen machen, ist um nicht mehr zu verlieren. Das heißt, wenn eine Frau ins Fitnessstudio geht und also sagen wir, sie ist 25 und dann fängt sie an ins Fitnessstudio zu gehen und sich gesund zu ernähren, dann macht sie das halt, damit der Abfall ihrer körperlichen Äußeren nicht noch schneller geht. Ja, so kann sie das verlangsamen. Aber alles, was wir Männer machen, geht nur nach oben. Also wir kümmern uns nicht um unsere Karriere, damit es nicht noch weiter nach unten geht. Wir kümmern uns um unsere Karriere, damit es weiter nach oben geht zum Beispiel. Bei uns geht es immer weiter nach oben. Ja, und vielleicht sitzt du gerade in deinen 20ern da und denkst dir, hey, wieso habe ich denn nicht den Erfolg bei Frauen? Oder du denkst dir, und das kann ich gut nachvollziehen, so, oh, die Frauen haben es ja so einfach, die müssen nur mit dem Finger schnipsen und kriegen alle Männer oder können Sex haben, wann sie wollen. Ja, momentan ist das tatsächlich so. Eine heiße 22-Jährige hat ziemlich viele Möglichkeiten, weil ihr sexueller Marktwert auf dem Höhepunkt ist. Deine Zeit kommt aber noch. Ja, Anfang 30, Mitte 30, da wird deine Zeit kommen. Und wie gesagt, nimm das jetzt nicht als fixierten Punkt. Das kann auch früher sein, das kann auch ein bisschen später sein. Kann auch sein, dass du mit 28 schon krass im Leben stehst. Kann aber sein, dass es erst mit 38 so ist. Ist ja auch egal. Dein sexueller Marktwert-Hochpunkt kommt noch. Ja, und dann bist du 35 und die 35-jährigen Frauen, und das können die älteren Männer bestätigen, die sind dann auf einmal ganz heiß drauf, schnell mit dir in eine Beziehung zu kommen und schnell Kinder zu kriegen, weil sie merken, jetzt läuft ihre Zeit ab. Sie haben nicht mehr die Ressourcen, nicht mehr die körperlichen Ressourcen, so überzeugend zu sein wie früher. Und das können wir ja ganz ehrlich sagen, eine 23-jährige Frau wird mehr Aufmerksamkeit von Männern bekommen als eine 35-jährige Frau im Schnitt. Ich denke, da können wir uns alle drauf einigen und das hat auch nichts mit Sexismus zu tun, das ist einfach ein Fakt. Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig. Von daher, da kommt dein sexueller Marktwert zum Tragen und dann kannst du dann, zu dem Zeitpunkt, kannst du wahrscheinlich mit Fingerschnips die 22-Jährigen dir holen, weil du hast einfach einen riesigen Marktwert, wenn du dich gut um dich gekümmert hast in deinen 20ern. Und das heißt nicht, das will ich jetzt gar nicht sagen, das heißt nicht, dass du in deinen 20ern keine heißen Frauen kriegen kannst. Du kannst absolut in deinen 20ern heiße Frauen kriegen, du kannst heiße 22-Jährige kriegen. War bei mir auch der Fall, habe ich selbst oft genug erlebt. Das ist überhaupt kein Problem. Nur, was ich dir sagen möchte ist, wenn du jetzt in deinen 20ern schon erfolgreich mit Frauen bist, dann mach dir mal klar, wie krass es wird, wenn du in deinen 30ern bist. Dein Erfolg, den du jetzt mit Frauen hast, kannst du nochmal verdreifachen, vervierfachen, wenn du ordentlich weitermachst. Das ist die Sache, wenn du ordentlich weitermachst, ja, und das heißt nicht, dass du keinen Spaß haben kannst in deinen 20ern, dass du nicht mal feiern sollst, das mache ich auch, dass du nicht mal trinken sollst, dass du nicht mal rumhängen sollst oder zocken sollst, das mache ich alles auch. Aber es bedeutet eben auch, dass du dich kontinuierlich um die Dinge kümmerst, die später deinen sexuellen Marktwert erhöhen, dass du dich kontinuierlich darum kümmerst, um dein Äußeres, um deine Gesundheit, um deine Fitness, um deine Karriere, um deine Situation mit Frauen. Das sind Dinge, um die du dich kontinuierlich kümmern solltest in deinen 20ern. Und ich sage kontinuierlich, denn es ist absolut nicht notwendig, dass du jetzt für einen Monat vollkommen Gas gibst und alles andere vernachlässigst. Du solltest lieber über Jahre kontinuierlich dabei bleiben. Wenn du über Jahre regelmäßig Frauen ansprichst, dann wirst du irgendwann gut darin werden, dann wirst du irgendwann tolle Ergebnisse haben, schon vor Jahren. Wenn du jahrelang dich gesund ernährst und Sport machst, dann bist du irgendwann richtig fitter und gesunder Typ. Wenn du dich jahrelang um deine Karriere kümmerst, dann stehst du irgendwann finanziell und beruflich einfach super, super gut da. Ja, und das ist dann kommst du in deine 30er und dann bist du einfach ein super attraktiver und Mann mit extrem hohem sexuellen Marktwert. Das ist ganz krass. Also sieh deine 20er so ein bisschen als Trainingsground an. Und das ist auch so eine Sache. Du musst halt nicht als 24-Jähriger ganz schnell irgendeine Frau heiraten oder dir irgendeine Frau schnappen, weil du denkst, oh Gott, jetzt muss ich mich aber beeilen, ich gehe auf meine 30er zu. Nein, die Frau muss sich beeilen. Ja, die Frauen, wenn die Frauen anfangen, so bei 23, 24 und deren optische Schönheit wird weniger, dann fangen die Frauen an, sozusagen die Chips im Casino einlösen zu wollen. Also sie haben am Spieltisch gespielt mit den Chips und jetzt ist aber die Zeit vorbei und jetzt wollen sie langsam die Münzen einlösen und suchen dann eher zum Beispiel einen festeren Partner für die Zukunft, weil sie merken, okay, meine Münzen werden immer weniger wert. Also mein krasser äußerlicher Look wird immer weniger wert, weil er halt der Decline halt, der wird weniger, der wird schlechter. Ja, da kommen die 22-Jährigen nach, die jetzt heiß aussehen und da kann ich nicht mehr gegen anstinken. So. Und deswegen lösen die Frauen dann so Mitte 20 ihre Chips ein und
suchen sich dann einen passenden Mann für eine Beziehung. Und viele Männer gehen dann Mitte 20 in eine Beziehung, heiraten, weil sie denken, das ist der Weg oder das ist das, was sie tun sollten. Weil sie sich denken, oh nein, in meinen 20ern hatte ich jetzt vielleicht nicht super viele Frauen. Da ist jetzt eine, an der sollte ich unbedingt festhalten und die sollte ich mir unbedingt schnappen. Aber das ist die falsche Strategie. Das ist die Strategie der Frauen. Die Strategie von dir sollte sein, hey, ich muss mir gar keinen Stress machen. Ich kann in meinen 20ern alles genießen. Ja, in meinen 20ern wird es gut laufen, aber in meinen 30ern wird es noch besser laufen. Und wenn ich dann 30 bin, Mitte 30, kann ich mir so eine heiße Frau holen. So, du musst in deinen 20ern nicht krasse, feste Beziehungen machen. Es gibt keine Notwendigkeit. Ja, vielleicht fühlst du den Druck so, oh nein, das ist eine der einzigen Frauen, bei der es bisher funktioniert hat. Ja, scheiß drauf. Du bist ja auch erst 20. So, entspann dich. Natürlich solltest du auch in deinen 20ern schon daran arbeiten, einfach deinen Erfolg mit Frauen zu verbessern. Ich habe jetzt die Tage wieder mit jemandem Coaching vereinbart, der ist 19 und kümmert sich jetzt um diesen Themengebiet. Das ist genau richtig. Das ist das Richtigste und Beste, was du machen kannst. Dich jetzt schon ordentlich damit auseinanderzusetzen, damit es in deinen 30ern halt überläuft. Ja, dann bist du 30 und dann kannst du dir die heißeste Frau aussuchen, die du dir vorstellen kannst. Dann rennen die Frauen dir die Bude ein. Wie gesagt, wenn du es richtig machst in deinen 20ern und dich ordentlich um dich kümmerst. Das ist ganz wichtig, das mache ich in meinen Coachings auch immer. Also in meinen Coachings geht es nicht nur ums Thema Frauen ansprechen. In meinen Coachings geht es auch immer ganz viel darum, wie kümmert man sich richtig um sich selbst? Ich gucke mir mit den Männern an, wie ist dein Leben allgemein? Wie kannst du dein Leben noch besser gestalten? In welchem Bereich deines Lebens kannst du noch voranschreiten? Das solltest du dir immer überlegen, das solltest du dir immer angucken. Und optimalerweise unterstützen dich deine Freunde dabei und du unterstützt sie, also deine männlichen Freunde. Optimalerweise fragen dich deine männlichen Freunde am Ende der Woche, hey Tim, was hast du diese Woche gemacht? Bist du diese Woche vorangekommen? Welche Ziele hast du diese Woche verfolgt? Oder auch, warum hast du es nicht getan? Und optimalerweise fragst du das auch deine Freunde, damit ihr euch gegenseitig unterstützen könnt und ihr alle vorankommt. Damit ihr, wenn ihr in euren 30ern seid und die 20er einfach so gelebt habt und Spaß hattet und Spaß mit vielen Frauen hattet in den 20ern, damit du dann in den 30ern einfach eine super heiße Frau, eine super heiße junge Frau aussuchen kannst und ja, dann hast du einfach ein geiles Leben. Ja, und dein Marktwert steigt immer weiter. So, und das ist super entspannt. Und dann fällt dein Marktwert gleichzeitig mit dem Marktwert der Frau. Das heißt, dann ist deine Frau vielleicht irgendwann 26 und ihr Marktwert fällt langsam und du bist irgendwann, weiß nicht, 42 und dein Marktwert fällt dann auch langsam wieder. Aber eher langsam. Bei Männern fällt das eher langsam, weil du wirst ja weiterhin Karriere machen. Du wirst ja wahrscheinlich Karrieren finanziell mäßig nur noch mehr ansammeln. Ja, aber deine Gesundheit wird zum Beispiel immer schlechter mit der Zeit. Aber karrieremäßig wird es eher aber besser bei dir. Wenn du jemand, der 50 ist, ist wahrscheinlich karrieremäßig, wenn er weitergemacht hat auf dem Weg, erfolgreicher als ein 40-Jähriger. Weil er länger drin ist. So, es wird eigentlich nur noch besser für dich. Also dein Decline, dein Abstieg ist doch langsamer. Der Abstieg der Frau ist wesentlich rapider, weil der sexuelle Marktwert einer Frau halt viel vom Äußeren abhängt und deiner viel von so anderen Dingen, die du beeinflussen kannst. Das ist das Tolle und deswegen, manchmal haben die Männer den Eindruck, Frauen wären irgendwie im Vorteil, Frauen haben es viel leichter im Datingmarkt. Nein! Sei froh, dass du ein Mann bist. Sei froh, dass du keine Frau bist. Dann musst du dich nämlich nicht die ganze Zeit um dein Äußeres kümmern. Was meinst du denn, warum es diese ganze Kosmetikindustrie gibt? Was meinst du denn, warum Frauen sich so sehr um ihr Äußeres kümmern? Ihr Äußeres ist ihr sexueller Marktwert und das wissen die Frauen. Deswegen kümmern sie sich darum. Deswegen ist die Kosmetikindustrie für Frauen so groß. Wo ist denn die Kosmetikindustrie für Männer? Die gibt es halt nicht, weil das nicht so relevant ist für Männer. Ja, für Männer gibt es dann eher die Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Für Männer ist eher so dieses Fitnesscenter-Ding relevant, weil Muskulatur. Ein Mann, der viel Muskeln hat, ist erstmal per Definition attraktiver als ein Mann, der keine Muskeln hat. Heißt nicht, dass du unbedingt Muskeln brauchst, es ist einfach nur Bonus. Ne? Ist ja hilfreich. Genau, da siehst du es halt. Du siehst halt, wie sehr die Frauen auf ihr Äußeres achten. Frauen gehen shoppen, Frauen kaufen sich ständig Neues zum Anziehen, weil sie wissen, ihr Aussehen ist ihr sexueller Marktwert. Ganz wichtig zu verstehen. Und sei froh, dass du ein Mann bist, weil du kannst alles viel mehr beeinflussen. Wie willst du denn dein Äußeres wird nun mal mit der Zeit, du siehst irgendwann nicht mehr aus wie 20. Du als Mann nicht und auch die Frau nicht. Aber dein sexueller Marktwert hängt nicht davon ab, sondern fast nur von Dingen, die du kontrollieren kannst. Wenn du dich um deine Karriere kümmerst und das liegt vollkommen unter deiner Kontrolle und du dich wirklich kontinuierlich darum kümmerst, dich kontinuierlich um deine Finanzen kümmerst, dich kontinuierlich um deine Gesundheit und deine Fitness kümmerst, das hast du alles in Kontrolle. Dich kontinuierlich darum kümmerst, Erfahrungen mit Frauen zu machen. Das liegt alles in deiner Kontrolle. Du als Mann hast es viel besser, als die Frauen es haben. Also steh da nicht rum mit 20 und denk dir, oh nein, die Frauen haben es ja viel einfacher. Die müssen nur mit dem Finger schnippen und dann kriegen die Sex. Ja, jetzt in der jetzigen Situation ist das so. Dein 600er Marktwert ist noch nicht so hoch. Ja, du als 18-jähriger Mann hast nicht ansatzweise so einen hohen sexuellen Marktwert als eine 18-jährige Frau. Weil als 18-jähriger Mann stehst du einfach noch überhaupt nicht im Leben. Du hast noch nicht wirklich anziehende Aspekte an dir. Das heißt nicht, dass du nicht als 18-Jähriger anziehend sein kannst. Das kannst du durchaus.
Aber du hast noch nicht so viele anziehende Aspekte an dir, wie du wahrscheinlich haben wirst, wenn du 30 bist, wenn du es ordentlich machst. Die Frau ist einfach schon heiß. Aber irgendwann dann noch nicht mehr. Das heißt, sozusagen die Flamme der Frau, was den sexuellen Marktwert angeht, brennt bedeutend kürzer als deine Flamme. Deine Flamme ist mehr so geduldig. Und wenn du 30 bist, dann boom, kommt dieser Spike. Bei der Frau ist es eher so, oh, 20er, oder Mitte 20er und dann geht's schon wieder bergunter. Sei froh, dass du ein Mann bist. Du hast es bedeutend einfacher, was diese Sachen angeht. Du musst einfach nur ein bisschen mehr Geduld haben. Das heißt, der Plan für deine 20er, um es nochmal zusammenzufassen. Das ist mir einfach ein super wichtiges Thema. Natürlich, weil ich auch selbst in dieser Phase gerade bin, ist es mir so wichtig. Aber weil ich auch weiß, dass viele Männer in ihren 20ern einfach komische Sachen machen. Also, und unsere Gesellschaft ist momentan eher darauf ausgelegt, diese weibliche Strategie zu unterstützen. Ja, unsere Gesellschaft unterstützt eher nicht diese männliche Strategie. In unserer Gesellschaft ist es eher normal, mit Mitte 20 zu heiraten. Das ist eher die weibliche Strategie. Das ist ja auch in Ordnung. Oder wie viele Leute kennst du, die mit 30 oder 35 dann eine heiße 20-Jährige geheiratet haben? So viele Leute gibt es da nicht. Das wäre eher die männliche Strategie. Und du musst das, wie gesagt, nicht so machen. Aber selbst wenn du es nicht so machen möchtest, selbst wenn du feste Beziehungen in deinen 20ern haben möchtest, fühl dich frei, mach ruhig, solltest du dich trotzdem darum kümmern, also solltest dich trotzdem um dein Leben kümmern. Deine 20er sollten, kümmere dich um dein Leben sein. Ja, bau dein Leben auf, bau deine Karriere auf, bau deine Gesundheit auf, bau dein Wissen mit Frauen auf, bau dein Wissen von der Welt auf, bau dein Wissen von sozialen Dynamiken, also von oh wow, nicht umkippen, schon zweimal gegengekommen, bau dein Wissen von sozialen Dynamiken auf. Also nutze deine 20er, um einfach immer mehr anzuhäufen, um einfach immer mehr zu wachsen, um immer mehr zu wissen, hey, wer bin ich als Mann? Wo stehe ich im Leben und wofür stehe ich vor allem auch im Leben? Das sollten deine 20er sein. Ganz unabhängig davon, ob du jetzt sagst, okay, ich will feste Beziehungen oder nicht. Aber mach dir klar, du brauchst dich nicht Anfang 20, Mitte 20, nicht mal Ende 20 zu einer Frau committen, also zu einer Frau verpflichten, weil dein Hochpunkt kommt noch, wenn du dich ordentlich gekümmert hast. Wenn du dich ordentlich gekümmert hast, kommt dein Hochpunkt noch. Deswegen hab einfach Geduld. Jede gute Handlung in deinen 20ern oder auch schon in deinen 18, 90ern, jede gute Handlung zahlt sich doppelt für dich aus. Du musst einfach nur Geduld haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, da habe ich sehr, sehr viel über das Thema geredet. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie deine Erfahrung ist, wie vielleicht das so deine Planung ist und auch wie deine Erfahrung mit dieser Gesellschaft ist. Also hast du auch das Gefühl, dass eher so eine Frauenstrategie vorherrscht, wo Männer so mit Mitte 20, Ende 20 heiraten? Oder kennst du auch Leute, wo so eine Männerstrategie vorherrscht? Oder wie möchtest du es machen? Was sind deine Gedanken zu diesem Thema? Super interessantes Thema. Ich möchte kurz noch was sagen zu, wenn du jetzt ein älterer Mann bist und dieses Video geschaut hast. Für dich gilt das Gleiche. Also kümmere dich einfach um dein Leben. Wenn du dich in deinen 20ern nicht drum gekümmert hast, dann solltest du es umso ernster nehmen, dich da jetzt drum zu kümmern. Deswegen finde ich es toll, wenn ältere Männer zu mir ins Coaching kommen, weil ich mir denke, ja, du nimmst dein Leben in die Hand. Großartig. Du hast es in deinen 20ern nicht gemacht. Okay, das ist ein bisschen blöd. Dann mach es jetzt. Weil es ist nie zu spät. Wir haben, wie gesagt, bei Männern sinkt das Ganze bedeutend weniger ab. Wir haben viel mehr Zeit. Das heißt, ganz egal wie alt du bist, kümmere dich um diese Sachen. Gut, wenn du jetzt 60, 65, 70 bist, ja mein Gott, dann genieß einfach die letzten Jahre so, die letzten 5, 10 Jahre und mach dir jetzt nicht mehr so einen Stress um den ganzen Scheiß, weil wahrscheinlich würde die Zeit, das aufzuholen, länger dauern, als es sich lohnt, so wirklich. Aber ansonsten kümmere dich um die Sachen. Ich finde es toll, wenn 50-jährige, 55-jährige Männer zu mir ins Coaching kommen und was verändern wollen. Das finde ich super. Da bin ich ein großer Fan von, weil du hast Zeit. Mach dir nur klar, du hast nicht mehr, also du kannst nicht mehr wahrscheinlich die gleichen Ergebnisse bekommen wie jemand, der das in seinen 20ern schon anfängt. Aber das ist ja ganz logisch. Jemand, der mit 20 schon anfängt, Klavier zu spielen, wird auch wahrscheinlich eher ein Mozart werden als jemand, der erst mit 50 anfängt. Das ist die einzige Sache. Trotzdem solltest du dich um dein Leben kümmern und die gleichen Sachen machen, die ich gerade einem 20-Jährigen empfohlen habe. So. Schreib mir in die Kommentare, was du zu dem Video denkst. Wenn du bei mir Coaching machen willst, dann kannst du es hier auf dem Bild unter mir machen. Hier kannst du den Channel abonnieren und unten rechts in der Ecke geht es zu einem Video, das ich dir persönlich empfehle. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich drauf, dich am Donnerstag zu sehen. Bis dahin, ciao.